Guten Tag, mein Name ist Bormann. Ich bin vom Beruf Lehrer. Ich wohne in Berlin. Tja, was erzähle ich heute? Ein bisschen was über Elon Musk und die zukünftigen deutschen Weltraumaktivitäten. Ja, gibt's sowas? Ja, ich habe folgende Meldung gerade wahrgenommen. In der Geo lese ich am 7.9.2021: Ab ins All. In der Nordsee, der deutsche Weltraumbahnhof rückt näher. Tja, von einem Spezialschiff mit Startrampe sollen möglichst bald mit kleinen Trägerraketen kleine Satelliten von der Größe eines Schuhkartons ins All transportiert werden. Was soll das? Schuhkartons ins All schicken? Wohnt da jemand, den wir mit irgendwelchem Krempel vielleicht beliefern? Ja, das ist nicht ganz unwahrscheinlich, weil der Elon Musk, der plant tatsächlich, ein Weltraumhotel zu bauen. Ich glaube, das ist auch bereits schon im Bau. Ne? Müssten Sie mal recherchieren, ich will ja nichts Falsches erzählen. Ich habe da letztens ein Bild gesehen in der Zeitung, das sah wie folgt aus. Also, was soll man mit so einem Weltraumhotel anstellen? Da fliegen dann Touristen hoch, halten sich ein paar Tage auf und fliegen dann wieder zurück, ja? Nun gut, also ich denke, so kurz ist das nicht gedacht, dieses ganze Thema, weil wir wollen ja auch noch ferne Sterne und Planeten irgendwann mal bewohnen, ne? Vielleicht mal so als Startrampe zum Mars irgendwas errichten in der Weltumlaufbahn. Das wäre schon mal gar nicht so doof. Zumindest denkbar. Okay. Wie könnte es noch aussehen? Es wird ja nachgedacht über alle möglichen Lebensformen. Ne? Häuser, die auf dem Wasser schwimmen oder sogar unter Wasser gebaut werden können, auf dem Meeresgrund und andere Ernährungsformen, dass Menschen sich von Algen ernähren oder. Also es ist so alles so ganz abgefahrenes Zeugs, was jetzt dem einen oder anderen in seiner Vorstellung noch nicht so richtig plausibel erscheint, dass man sowas vielleicht mal machen muss. Okay, das waren natürlich alles in erster Linie Szenarien wegen einer drohenden Überbevölkerung der Erde. So, dass man dann überlegt hat, wenn wir dann das Land komplett hier zugebaut haben und uns auch auf Land nicht mehr komplett selbst ernähren können, dann müssen wir vielleicht auch ausweichen in die Meere. Ist nicht so ganz blöd, weil Meere bedecken etwa 70% der Erdoberfläche. Ja, das heißt also, die größte Fläche auf der Erde ist tatsächlich das Wasser. So, also ob wir jetzt auf dem Wasser oder unterm Wasser wohnen, tja, oder unter der Erde oder gestapelt oder wie auch immer. Es gibt beim Elon Musk wahrscheinlich auch schon die Idee, dass einige Leute dort oben wohnen werden. Also aus diesem Weltraumhotel könnte sich auch ganz schnell eine Weltraumkolonie entwickeln. Ne? Wie kann die aussehen? Haben Sie den Film Elysium gesehen? Ich habe den aber gesehen. Und wissen Sie, was mir da als erstes aufgefallen ist? Elysium. Die Konstruktion dieser Weltraumkolonie, das sieht aus wie so ein großes Rad, was so auf dem Jahrmarkt steht. Sich die Leute da irgendwie amüsieren, bloß dass es eben viel, viel größer ist. Also dass man innerhalb des Rades quasi viele, viele, viele Häuser bauen kann, mit Landebahn, mit allem drum und dran. Es ist von der Konstruktion her ein überdimensioniertes Weltraumhotel. Ja? Also dieses Weltraumhotel, was da in Elysium
gezeigt wird, was kein Hotel mehr ist, sondern ein ständiger Wohnort der Reichen und Privilegierten. Dieses Elysium, dieses Paradies dieser regierenden Weltherrscher, dieser Besitzer von allem und jedem, dieses Paradies könnte eines Tages als Nachfolger des Weltraumhotels gebaut werden. Welchen Vorteil hat es für diejenigen, die sich das da bauen, für die Privilegierten und Reichen dieser Welt? Ja, wer soll da sonst wohnen? Also in Elysium geht es am Ende des Films irgendwie gut aus für die Weltbevölkerung, die da versklavt vor sich hin schuften für die Privilegierten und Reichen. Und die programmieren nachher Elysium um, sodass der ganze Kram der Weltbevölkerung gehört. Ne? Und dass sie dann auch dort hochfliegen können und dass sie die medizinischen Errungenschaften nutzen können dieser Plattform. Was in dem Film nicht erzählt wird, aber was man schon erahnen kann, ist, dass die Medizin, die dort etabliert ist, tatsächlich zur Unsterblichkeit führt. Also wenn man jetzt diesen Film nicht als Dystopie sieht, wie man das sonst noch sehen kann, ganz einfach, als Plan der Privilegierten und Reichen, sich in Sicherheit zu begeben. Wenn es hier auf der Welt so richtig schön scheppert und man wohnt da oben, kann einem ja eigentlich wenig passieren. Jetzt bräuchte man nur gesicherte Zulieferungen von diesen da unten, diesen Sklaven, diesen Unterprivilegierten. Und dazu braucht man tatsächlich in der Welt ganz viele Weltraumbahnhöfe, die dafür sorgen, dass das, was man eben von hier unten so braucht, nach oben geliefert wird. Ich nehme mal an, Kartons von der Größe eines Schuhkartons sind jetzt nur der Anfang. Was man da hochschicken möchte, sind eigentlich eher Kartons von der Größe eines Schiffscontainers mit dem Zeugs, was die denn da oben so brauchen. Damit man da sich eine schöne Welt schaffen kann mit allem, was man braucht. Halten Sie für unrealistisch, ja? No. Es ist weniger unrealistisch, als man glaubt, weil viele Dystopien entpuppen sich ja auch geradezu als machbar. Relativ einfach sogar, weil die Menschen hier auf der Erde einfach zu leichtgläubig sind. Das, was wir jetzt erarbeiten, das, was wir jetzt bezahlen, das wird von manchen Leuten einfach dazu benutzt, ihre Macht zu stärken, ihren Reichtum zu stärken. Und letztendlich wohnen die dann da oben und sagen, jetzt werden wir mal lokal irgendwo ein paar Atombomben zünden. Weil die da unten, die gehen uns total auf den Sack. Die verbrauchen unsere Ressourcen, die wollen wir gar nicht mehr haben. Sie glauben, das tun die nicht. Nun ja, also Atombomben in ihrer Gewalt sind natürlich tatsächlich eine Nummer zu groß. Das heißt, sie verseuchen im Prinzip den ganzen Planeten und dann könnten die da oben uns auch nicht mehr besuchen kommen. Gut, also ich unterstelle mal einigen von denen, besonders Reichen und Mächtigen, dass sie so richtig kranke Psychopathen sind. Machiavellisten, Narzissten. Ja, obendrein, ja. Und diesen Leuten ist es eigentlich scheißegal, wie es uns hier geht, ob wir verrecken oder nicht. Und die suchen jetzt nach Wegen, wie sie möglichst viele von uns um die Ecke bringen können. Ja? Ich sage jetzt nicht, dass es alle wollen oder so. Ich sage jetzt auch nicht, dass das der letzte Stand meines Denkens ist. Ich schließe nur die Möglichkeiten nicht aus. Weil ich bin prinzipiell vorsichtig. Als Softwareentwickler, als Programmierer weiß man, wie das mit dem If und dem Else ist. Und wenn es irgendwo Möglichkeiten gibt, dass etwas getan wird, dann ist es leider in der Realität so, dass schlecht programmierte Software immer abstürzt
Und deswegen der Murphy mein bester Freund ist. Was schief gehen kann, geht auch schief, sagt er. Ja. So, und wenn ich es jetzt zulasse, dass diese Reichen und Mächtigen sich da oben ein schnuckeliges Resort basteln, in dem sie locker überleben können, während wir hier unten verrecken, dann ist das nun mal einfach der Anfang vom Ende. Sowas geht überhaupt nicht. So, also ganz egal, ob die uns jetzt hier umbringen wollen oder sich nur selbst in Sicherheit bringen wollen vor uns, wir müssen das eigentlich verhindern, dass dieser ganze Weltraumquatsch da oben überhaupt entsteht. Wir müssen dafür sorgen, dass das keine Finanzierung gibt für derartige Projekte. Wer will schon so eine Clique von reichen, überkandidelten Vollknallis da oben rumfliegen haben, die uns dann vielleicht auch noch hier unten rumkommandieren. Ja, einfach sagen, Leute, wenn ihr nicht dies und das und jenes tut, dann drücken wir mal hier auf den roten Knopf und dann werden die entsprechenden revolutionären Städte ausgelöscht. So einfach ist das. Können Sie sich nicht vorstellen, ne? Heute macht man es im kleinen Maßstab. Wenn einem irgendwelche Leute nicht passen, dann entzieht man denen ihr Geld. Sperrt die Konten, kündigt sie. Also Quatsch. Das ist geradezu lächerlich im Vergleich zu dem, was noch kommt, ne? Kann man sich so vorstellen. Gehe ich auch von aus. Also ich unterstelle diesen Menschen erstmal nur das Böseste. Und wenn es dann besser kommt, dann sage ich, okay, ich habe mich geirrt. Dankeschön. Aber der Verdacht ist überlebensnotwendig. Wenn früher jemand gesagt hat, der Säbelzahntiger, der will mich doch gar nicht fressen. Was ist dann passiert? Genau. Von diesen Menschen stammen wir nicht ab. Wir stammen von denjenigen ab, die gesagt haben, mag sein, dass der Säbelzahntiger heute schon satt ist. Es kann aber auch ganz anders sein. Und dann? Genau.